Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Breeze Hedge. Ein Early Access Titel, der am 13. September 2018 auf Steam erschienen ist. Kostet momentan bei 20% Reduzierung 12,79 € und ja, ist ein sehr witzig aufgebautes Survival-Spiel, was sich später in Chapter als Story aufbaut, aber natürlich in der Early Access Phase erstmal groß Survival-lastig wird. Aber die Story wird schon grob erklärt ein bisschen, ist sehr witzig aufgebaut, muss ich schon mal sagen. Hat mit Hühnern zu tun und etc. Also lasst uns einfach beginnen. Wenn wir in den Settings erstmal schauen, können wir schon sehr viel einstellen in der Grafik etc. Also lässt sich schon viel machen. Und ja, das, was ich euch zeigen will, ist natürlich auf den Lernslot, weil ich habe es gerade einmal ganz kurz ausgetestet und nenne das Ganze einfach mal so, wie es heißt. So, und los geht's. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe nicht viel gespielt, nur ein ganz kleines Stück. Es ist auf jeden Fall für einen Early Access Titel sehr geil aufgebaut. Das ist die Unreal Engine. Und ist, wie gesagt, ein Survival-Spiel im All. Mit Story. Aber erstmal Chapter 1, aber das werdet ihr gleich sehen. So, wir werden da schon mal irgendwie gezogen, geschleppt von sehr seltsam aussehenden Robotern. Zack. Da ist der Boss-Roboter oder sowas. So, erstmal können wir entscheiden, dass das nicht zensiert wird, denn er darf rauchen. Ja, nee, lass ihn rauchen. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. Autsch. Was macht der da überhaupt? So ein Schlägerroboter soll es ja schon. No lie. Confirm? Das kann ich nicht mit mir. So kann ich nicht mit mir reden lassen. Zack, anrotzen. Okay, wir hatten nur die Wahl. You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Jawohl, erzähl mir diese Geschichte. Also, wie sind wir überhaupt in diese Situation geraten? Was entscheiden wir? Wir können das überspringen, wir können auch nicht rauchen lassen. Ich wüsste nicht, wo der Unterschied ist. Das ist sehr geil aufgebaut, muss ich sagen. Interstellar Liner, unnamed. Und da sitzen wir drin. Also das sind wir nicht. Ich denke mal, das ist der Großvater. Brokkoli attacked. Oh Gott. Was wird auf uns hier warten? Ich bin gespannt. Nein, Großvater. Ein riesen Trümmerfeld. Ich weiß noch nicht, ich sag euch, wann ich aufgehört habe zu spielen, weil ich wollte ja ein Video so ein bisschen blind machen wieder für die Testzone. Wie einsteigerfreundlich ist das Ganze? Es ist schweres Englisch. Chapter 1, Lost in Space. Und da seht ihr, Chapter, das passiert ja in Early Access Spielen öfter, dass wir dann nur mit den ersten Chapter anfangen dürfen, danach wird es Survival-Titel. Autsch. Keine Lügen, ja, ist gut. So, Geschichte sehr liebevoll erzählt. Ich sag sehr schweres Englisch. Ich habe wirklich nicht viel davon verstanden, muss ich zugeben. Aber ich hätte auch in der Schule besser aufpassen müssen. Ne? Oh Gott, wir werden wach. Jetzt im Chapter 1. Haben erstmal ein Kaugummi auf dem Helm. Und ein Huhn. Greetings. I'm your funerary spacesuit built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Okay. Splendid. You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive.
Also, wir sollen kurz gefasst das Loch schließen, damit wir hier wieder raus dürfen oder rein dürfen, was auch immer. Das wäre raus aus der Kapsel, das wäre rein in die Kapsel und ja, das ist keine schwere Aufgabe. Die versteht man auch gut. Chewing Gum, das ist Kaugummi, was gerade auf unseren Helm klebte. Wir können erstmal optional was anderes versuchen mit ganz klassisch, wie man das mit den Löchern so macht. Mit einem Huhn das Loch zu stopfen, aber das scheint nicht so zu klappen, deswegen lasse ich es mal lieber weg, das Huhn. Und klebt auch das Kaugummi da drauf. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Okay, wir haben jetzt das Loch geschlossen, das heißt, wir dürfen... Ah, ja, danke Marcel. Uns jetzt weiter bewegen. Entweder raus, oder rein. Ich denke mal, rein wäre erstmal die gute Option. Die ganze Steuerung ist WSD. Oh, hier dürfen wir auf dem Boden laufen, sehr gut. Und eine Sache muss ich ganz schnell ausschalten. Habe ich jetzt, ne? Boah, ist ein bisschen Chaos. Also Schwebelosigkeit. Ach, schon wieder an. Die Steuerung ist einfach. WASD. Wir können ja auch springen, aber das ist meistens ja nicht der Fall, weil wir ja in der Schwebelosigkeit sind. So, jetzt ist es natürlich sehr humorvolles Spiel. Hier war ich nämlich noch nie drin. Hier können wir erstmal entdecken, was wir so treiben dürfen. Okay, das sieht nach Crafting aus. Archivements. Enzyklopädie. Oh, das wird ein fantastisches Spiel, glaube ich, ne? Eieiei, Shuttle and Able, was ist Able? Keine Ahnung. Markers, okay. Und Screenshots oder was? Okay, wir haben natürlich noch nichts gesammelt. Dementsprechend brauchen wir nicht viel anfangen. Das sieht nach Blueprints aus. Oh, das ist ein Bohrer. Turn, Leaf, Take. When you discover a new blueprint of an item, it is automatically added to the memory of a processor in the kitchen, where you can create this item using the necessary resources, probably. Das ist ja sehr schnell gesprochen und auch sehr schwer zu verstehen für den, der nicht perfekt Englisch spricht. So, wir haben auf jeden Fall eine Blueprint gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das bauen darf, da ist er. Ne, das ist mein Inventar. Also irgendwie müssen wir die... Upsa. Haben wir wieder weggelegt. Das ist die Musik, die ist ja furchtbar. Instant Videotape, also muss ich eins reinmachen. Aus, an. Ich habe ja keins. Leider. Also es könnte ziemlich witzig werden, was wir erleben. Die Grafik gefällt mir vor allen Dingen sehr gut. So. Scan. You need a scanner. Okay, ist schon klar. Rest, ein Bett, zur Pause machen. Oben ein Container, der natürlich auch leer ist. Weil wir noch nichts geschafft haben. Und hier können wir uns Bilder angucken. Oh, die sammelt er ein. Oh, Babybild. Oh, ich habe es zu schnell weggemacht. Und Vater oder Großvater mit seinen geliebten Huhn. Interphone. Just the antenna. You'll have to go into outer space. New Task. Task. Die Antenne checken. Okay, wir können das hier noch suchen. Summer 2008. Use Exam. Don't forget the feature. Ja, wir dürfen nicht vergessen, das Huhn zu füttern. Was bist du? Ein Code. 24313 B Akku. Home. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, ich glaube, wir sollen da unten hin. Boah, wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt raus? Das ist das erste Mal, aber wir haben noch nicht im Klo geguckt. Das war das Radio. Okay. Disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Press F to was? Boah, ich verstehe kein Wort. Da kommt irgendwie was Ekliges raus. Ich glaube, das ist im Arsch. Oh Gott, lassen wir das mal. Oh, guck mal. Ah, Mann, ich brauche den Scanner. Okay, wir machen erstmal unsere Aufgaben fertig. Wir sollen da unten wohl hin. Können wir denn auch diese Tür benutzen? Da sind noch mehr Bilder. Das ist natürlich immer witzig, was hier so liegt. Happy Birthday, Grandpa. Okay, es wird dann der Grandpa gewesen sein. Home. Die Erde. My Grandfather. Er hat ihn wohl sehr geliebt. Grandfather Portrait. Ja, da steht immer schön Infos dazu. Ein wunderschöner Kalender. Alles sammeln wir ein. Das haben wir doch nicht alles in unser... Das ist alles in unser Inventar gelandet. Und das können wir auch wieder rauswerfen. Wir gehen mal raus. Das ging ja... Wow, einfach. Ich glaube, weiß nicht, wo steht denn Eat, Drink unten links, Luft. A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly. Wow, das sieht ja mega aus. Luft haben wir noch 42, geht sehr schnell leer.
Okay, muss ich ein bisschen beeilen. That was a close call. Trek, you've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the rein. If it's still intact. Lass mich rein! Oh, wir kriegen wieder Luft. Boah, das war, wir haben wenig Luft auf jeden Fall. Jetzt muss ich wieder raus. Ich habe aber nicht verstanden, worum es ging. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was für Aufgaben wir haben. Enzyklopädie. Wo stehen denn unsere Aufgaben? Das wäre natürlich schön zu wissen. Das sind Achievements. Das sind eine Menge. Ah, die Blueprint muss ich bestimmt irgendwo lernen. Chicken. Okay. Da, Journal. Das sind die TAS. Plug the Oxygen Leak. Haben wir gemacht. Das nächste ist Establish Communication. Wir müssen die Kommunikation wiederherstellen. Das ist aber dahin. Das ist sehr weit. Wir haben ja nur ein ganz kleines Teil des Schiffs behalten, wo wir drin jetzt leben dürfen. Aber man lässt sich sehr einfach steuern. So. It looks like the steering wheel. You need to try to connect to great news. Using my ingenious 2D to rein, Luft. Oh, ist cool, das aussieht. Ich will mehr draußen sein. The interphone using these codes, which will take about 5 years with your current skills. Remember that you are still able to become depressed. Also wirklich, das Englisch ist viel zu schnell. Also ich komme da gar nicht mit. Ich konzentriere mich so ein bisschen, wohin ich gehe und muss das im Hintergrund hören. Super schwer. Super schwer. So, was sollten wir jetzt machen? Nein, das sollten wir nicht machen. Wo haben wir denn jetzt das Ziel? Wir müssen nochmal lesen. Gottes Willen. Also man kann sich nicht gleich auf gleichzeitig auf alles konzentrieren. Das ist ja der Hammer. Create a debugging station. Aber mehr Tipps kriegt man dazu nicht. Message. Okay, das sind die Nachrichten, die er gelesen hat, ne? Da kannst du die Wesen nach und greeting, aber ne, das müsste das Neueste sein hier. Greet News. Using my version 2 digits password matching algorithm. Okay, also das ist echt heftig. Also da kommt man, als Einsteiger muss ich sagen, als nicht super duper Englischsprecher, bist du erstmal ein bisschen aufgeschmissen, ne? Muss ich sagen, aber the interphone is brain. Wie durfst du gerade benutzen? Frechheit. Interphone. Ja. Habe ich jetzt eine Position bekommen, wo wir hin sollen? Ich muss ja gucken. Wir haben ja auch Hunger und Durst. Das müsste ja jetzt schnell vonstatten gehen. Also wir sollen tatsächlich da rein. Sehe ich gerade die Faust. Hier. Genau, wir sollen es bestimmt bauen. Aber wir haben noch gar nichts gesammelt. Food, Water, Equipment. Exchange Spacesuit. Also dass wir länger draußen bleiben dürfen. Wir haben natürlich nicht die Materialien dafür. Tools. Das ist die Blueprint. Die haben wir noch nicht. Die haben wir da zwar schon. Und damit bekommen wir wahrscheinlich unsere ersten Ressourcen. Items. Und ich muss das ja irgendwie lernen. Vielleicht müssen wir erstmal nach Sachen suchen draußen. So groben. Equipment. Genau. Und dann Tools. Tool. Raffiniertes Metall. Also nicht raffiniertes Batterie. Thick Electrical Tape. Ja. Kann ich da. Oh, ist das laut. Nicht kreieren. Ich gehe mal raus und guck mal, ob wir Material finden. Da dürfen wir mit dem Anzug nicht rein, oder? So, ich weiß nicht, wie ich den Anzug aussehen soll. Gucken wir mal, ob wir hier Sachen finden. Break. Also wir brauchen einen Scrapper und so. Was bist du? Nitrogen, New Blueprint. Okay. Wir sammeln Sachen ein. Bottle of Water. Das sind keine Blueprints, oder? Das sind nur Teile, die wir durch die wir eine Blueprint sammeln. Sehr geil. Ich muss so ein bisschen auf meine Luft achten, die geht sehr schnell runter. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Werkzeug, um richtig krasse... Da! Neuer Blueprint. Seht ihr? Ja, ich beeil mich doch. Hoi. Erstmal ein paar Rezepte gelernt, das hat er mir wahrscheinlich auch gerade gesagt. Und schauen mal ganz kurz. Das haben wir jetzt gelernt, das ist ja mal fein. Und das sind natürlich die Sachen, also wir sammeln die ein, die Ressourcen, die wir dafür brauchen. Und finden dann raus, wie die Rezepte funktionieren. Ich könnte eins bauen. Equipment wäre Tools. Ressourcen ist hier dieses raffinierte Metall. Dafür brauchen wir Metall. Aber wir machen erstmal Food. Einfach mal, weil wir es können. Haben das auch bekommen. Drop. Okay. Also Metall haben wir. Aber wir müssen mehr sammeln gehen, glaube ich. Das will das Spiel erstmal von mir. Es liegen alles so kleine Krümmel in der Luft rum. Mit denen man erstmal starten muss hier. Sehr cool. Sieht erst wie Wasser. Alfred ja alles ein.
Na, der Basis ist noch viel. Metall brauchen wir bestimmt mehr. Boah, ist ein bisschen schwer von der Steuerung. Gott sei Dank sieht man immer, wo seine Basis ist. Was liegt denn hier immer so coole Sachen rum? Darf man leider nicht benutzen. So, ich hole nochmal schnell Luft. So. Und da will er die ganze Zeit, dass ich hier hingehe. Was haben wir denn da? Eis. Eis macht natürlich Wasser, ne? Machen wir uns mal schön, weil wir haben gleich Durst. Ganz schön schon. So, machen wir noch eine. Bottle of Water. Schön, da haben wir schon mal Essen und Trinken gesammelt. Machen wir uns noch einen Mampfi-Mampf. Fühlt sich bis jetzt ganz cool an. Also gar nicht wie so ein Early-Access-Titel. Man hat schon den Eindruck, wir müssen wahrscheinlich einfach nur viel Metall haben. Dann dürfen wir uns das ja raffinieren. Und dürfen dann... Oh Gott, ich komme oben durcheinander. Irgendwann mal eine Batterie und elektrischen Kram... Oh, das müssen wir bestimmt irgendwie finden. Wir brauchen ja dringend ein Tool. So mutiger weiter weggehen. Das muss er bestimmt aufbohren. Aua. Wo sind die ganzen kleinen Popel am Rumschwirren auf einmal? Sind sie alle weg? The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle on the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Da gibt es ja noch mehr Räume, wo wir rein dürfen, aber ich traue mich noch nicht so weit weg von der Basis. Das ist sehr hübsch gemacht. Das sind überall diese kleinen Popel. Das ist aber viel Wasser, ne? Da ist Metall. Ich habe nicht mehr viel Luft. Brauch vier. Ah, ich hole nochmal Luft. Sicher, sicher. Ich denke nicht, dass ich auf der Stelle sterbe, aber... Das Spiel kennt da keine Gnade. So, nochmal rein und holen wir mal Metall. Aber ich brauche dringend ein Tool. Das so fangen eigentlich alle Survival-Titel an. Erstmal ein Tool bauen. Das ist Metallschrott. Schön kleine Kügelchen. Da. Sobald er in Albis ist die Musik mega geil, mega entspannt. So, viele verschiedene Ressourcen sehe ich nicht. Sind tatsächlich nur die süßen kleinen Ressourcen hier. Wasser, biologische Zeugs. Was bist du? Ah. Mach's doch. Okay, du kannst ja innerhalb der... Oh, noch mal was angucken, was du so findest. Turn, leave, take. Ich hab die einkassiert. Ich weiß noch nicht, wofür sie gut sein wird. Ja, 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 ist ja gut. Und geh ganz schnell. Unlock irgendein Rezept haben wir. Mal ganz kurz geguckt, was wir... Nicht Food, nicht Ressourcen. Das hier. Jetzt dürften wir dieses Metall herstellen. Naja, verständlich ist es von alleine schon. Das haben wir jetzt im Inventar. Und als Equipment brauchen wir dann noch eine Batterie und Thick Electrical Tapes. Das habe ich noch nicht gelernt. Müssen wir finden. Wahrscheinlich. Oder, ja, irgendwie lernen, Pompeian. Wir sollen ja hier dran. Ne? Ich habe jetzt aber überall drauf gedrückt. Hier geht es irgendwie nicht weiter mit der Aufgabe. Ah, hier seht ihr die Sachen, die wir gesammelt haben. Sehr schön, die Fotos. Und alles wird hier so gespeichert. Auch finde ich gut. Jetzt schon sehr viel, für dass man eigentlich so kurz nur spielt. So, wir müssen mal unser Essen und Trinken benutzen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Oh. Ne, das habe ich jetzt rausgeworfen. Das war Blödsinn. Einfach mit der linken Maustaste draufdrücken. Das könnte natürlich funktionieren. So, flitzen wir mal raus. Hier sind nochmal Dinge, die wir untersuchen dürfen, aber da passiert irgendwie nichts. Ich fliege mal ein bisschen weiter weg. Hier muss doch einer an der Batterie verloren haben. Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. Wow. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Break hatte ich vergessen. Über Radios und Teile, die sind natürlich mehr Eisen. Wir brauchen wahrscheinlich immer mehr Material. Ist der ein toter Astronaut? Grab. Ich nehme dich mit. Da bin ich nicht mehr alleine. Komm mit. So, wir kriegen wieder Luft. Wir haben den Astronauten mitgenommen. Bringt aber nicht viel. Na gut, mach du noch schön Haier, mein lieber kleiner Astronaut. Mach Haier. Schlaf. Alles wird wieder gut. Ich mach dich wieder gesund. Was liegt denn da? Take. Kabel. Ach, guck mal. Die Sachen liegen hier einfach frecherweise rum. Das hat bestimmt gesagt. Aber der hat so schnell gesprochen. So, der macht Haier. Der macht auch richtig gemütlich Haier, oder? Und da unten ist ein...
Das könnte tatsächlich schon mal die erste Sache sein, die wir brauchen hier, ne? Use and draw Bill of Grandpa's back. Okay, das könnte sein, Rückenkratzer. Dass wir damit schon mal die ersten Sachen abfahren dürfen. Guckt sich ihn erstmal eine halbe Stunde an. Er hat sich den Rücken gekratzt. Also, kratzt sich wirklich den Rücken damit. Okay. Dann gucken wir mal, Ressourcen, wir haben wieder gelernt. Ach du Gott. Electrical Tape braucht zweimal Rubber. Ich habe, glaube ich, schon einen Rubber gefunden, oder? Da, Rubber. Food, bla bla bla. Ich muss mal gucken. Ich will auf jeden Fall einen Drill haben. Objects. Was brauchen wir denn noch dafür? Ich muss noch mal schauen. Sorry. Equipment, Tools. Also eine Batterie und dieses Electrical Tape. Batterien muss ich mit Sicherheit irgendwo rausholen. Oder die liegen da auf dem Boden rum. Das ist eine Dose Bier. Natürlich nehme ich die mit. Ist aber leer. Hier liegt mehr. Also man muss sich erstmal richtig umgucken, ob das Foto... Take. Alkohol. Blueprint für Alkohol. Sehr nice. Das finde ich ein bisschen seltsam, das Ding hier. Nee, das Scanner. Und du kannst Sachen scannen wie ein Subnautica. Exime. Take. Oh, ich dachte, das wird voll das Buch jetzt. Voll wieder Riesenerfolg. Ach, guck mal, jetzt auch so direkt eine Kassette. Survival Guide. Vielleicht sollten wir uns diese hochmoderne Videokassette erstmal ansehen. Damit wir wissen, wie es hier weitergehen soll. So, Items, warte mal, Videotapes. Ich habe doch gerade eins gefunden, Ads da. Rückenkratzen. Also gefährlich. Was? Keine Panik. Was? Wie soll mir das helfen, zu überleben? Das ist falsch. Was, das war falsch? Erstmal alles erkunden, ja genau. Ah. Was war das denn? Jetzt hat den Anzug aufgemacht zum Pinkeln. Ressourcen sammeln? Ein Schlüssel? War das? Benutze das Hügel. Ah, Strom. Man muss aufpassen mit dem Strom. Ernsthaft. Wow, verrücktes Spiel, ey. Okay, mein einziger Grund zu überleben ist, alles voll zu schiffen. Seltsam, aber ja, wenn das Spiel das so verlangt. Seltsam, seltsam. The End. Okay, unser erstes Survival-Video hat mir nicht wirklich geholfen. Wir haben auf jeden Fall einen Rückenkratzer gefunden. Ich soll die ganze Zeit jetzt hier hin, als nächstes Ziel. Ich muss, das hier muss irgendwie was unglaublich Wichtiges für mein Ziel sein. Ich pinkel selber. Ich pinkel. Plastik. Ich habe Plastik bekommen, weil ich das voll pinkel. Ich mach das einfach. Der pinkelt wie verrückt. Der kann auch richtig. Och, Drink. Wir müssen viel trinken deswegen. Wire. Du kriegst random Sachen wahrscheinlich. Upsa, jetzt. Trinke ich mal lieber was und esse was. Boah, ist die Musik heftig. So, wenn man jetzt sehr weit weggeht zum Erkunden, weil ich muss noch was Größeres versuchen. Also mit dem Handy-Scrapper geht's nicht. Gibt's halt sehr viel zu erkunden und das ist nicht wirklich klein hier. Na, wir brauchen auf jeden Fall das richtige Werkzeug. Und dafür müssen wir viel bauen. Ich gehe nochmal an der Werkbank. Wir haben jetzt eine Menge Rezepte. Oh, die Musik, die ist ja so heftig. Inside Videotape. Remove Tape. Er macht es schon alleine die ganze Zeit. Ach, das ist das Video, was läuft. Kann das sein? Okay. Deswegen. Gut.
Wir brauchen noch eine Batterie und sowas alles. Das weiß ich natürlich nicht, wo man es findet. Wir bräuchten noch Plastik, habe ich gerade gepinkelt, warum auch immer. Glas, Lead Paint und Aluminium für den verbesserten Helm. Dann kommen wir wahrscheinlich einfach mehr Luft. Grabber, ne? Das ist so ein Werkzeug, was wir bauen müssen. Aber wir brauchen viele Batterien. Wir haben aber nicht viel gelernt. Ne, wir dürfen jetzt Tape bauen. Wenn wir es finden würden, mein Gott. Tools, Equipment. Wo war denn jetzt der? Das Rubber zweimal. Und das müssen wir natürlich jetzt erstmal finden. Wenn wir es hören. Nur wo finden wir das alles? Jetzt ja nicht alles hier in der Basis. Das wäre zu einfach. Nochmal ein Buch. Das wandert einfach mal in unsere Tasche. Scan. Mann, ich darf noch nicht scannen. Er ratzt schön. Und ja, wir gucken erstmal weiter. Das All. Wir brauchen ja wieder Essen und Trinken, sonst gehen wir ja auch kaputt. Da ist nämlich das Wasser ins kleinste, süße Form. Ein bisschen großes Klümpchen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo sichere Räume gibt. Ne, ich gehe mal weiter jetzt. Wir haben mal die Hälfte gleich voll, dann ist das gut. Was bedeutet das hier hinten? Seems they were playing some brain cracking game. Wir dürfen das scannen, aber ich muss ja nach Hause. Also wir kommen echt noch nicht weit weg von unserem Shuttle. Bis hier hinten aber sehr, sehr schön aufgebaut. Ja, död. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man stirbt. Uah. Nur wie kommen wir an den ganzen Ressourcen? Die werden hier einfach so rumeiern. Kann man nicht vorstellen, dass die so weit weg sind. Was, wofür ist so ein verfluchter Rückenkratzer da? Toilet detected. Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and they're judging by the amount of joy around. This is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. The main thing is not to confuse them with liquid waste. Okay, ich habe auf Exam gedrückt. Take. I propose to call it Hammond. Although this toilet doesn't look like a manned robot. Wo ist man zu Hause da? Man kann ja leider gar nicht gemütlich gucken. Die scheiß Luft. Muss doch auch irgendwo Luft geben. Ich weiß gar nicht, was ich alles gesammelt habe jetzt. Da ist er. Müssen wir neues Trinken herstellen. Ich habe ein bisschen Wasser gesammelt. Hui, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Da hat man Bock auf mehr. Ich glaube, ich kann nur eins bauen. Wir haben das gelbe Wasser, ja, gefunden. Das ist bestimmt super lecker. Gelbes Wasser in einem Klo. Made from ordinary water by natural alkalization. Aber ich darf es nicht trinken. So, bei uns sieht das ganz gut aus. Alkohol. Temperatur, alkoholische Intoxikation. Das ist zum Trinken, was man benutzen kann. Wahrscheinlich aber auch zum... Was mache ich denn mit ihm jetzt? Ein toter Hamster. Es sind einfach zu viele Infos auf einmal, die auf einen einhageln hier. Und Toiletten scheinen hier ultra wichtig zu sein. Man will am liebsten so weit einfach gucken gehen. Man kann es nicht. Es reicht die Luft nicht. Ne? Und ich weiß nicht, wo dieses ganze Rubber zu finden ist. Das kann ja nicht so weit weg sein. Es muss alles bei uns in der Umgebung liegen. 30 Luft. By the degree of decomposition, this subject died long before the catastrophe. We have a murder here, Sherlock, and we just have to ignore it. Ja, exam. Das ist aber... So schnell muss ich sein. Eine Schere. Das wird eng. 12, 11, ach, das schaffen wir noch. 7, 6, 5, 4, 3. Und geschafft. Wow, das war übelst knapp. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch was gelernt. Also, es ist ein bisschen verrückter, jetzt so raus und rum zu reisen. So extrem heftig. Deine Schere habe ich gefunden. Fabrik. Cool Komposit. Und wir dürfen doch vielleicht irgendwie was umwandeln. Yellowish Water, das Eis viermal. Made from. Ich weiß noch nicht, wofür das ist. Das ist bestimmt mal irgendwas zum Craften. Sieht man ja, das sind ja auch Komponenten. Equipment. Ich würde gerne den Helm bauen. Aber wir brauchen wahrscheinlich erstmal was, was wir zum Abbauen nötig haben, ne? Den Drill zum Beispiel. Electrical Tape haben wir schon gelernt. Zick, brauchen wir zweimal Rubber. Aber wie gesagt, ich habe erst einmal Gummi gefunden. Wir müssen doch irgendwie was zerlegen können. Das muss doch irgendwie gehen. So, wie kann ich den Anzug denn ausziehen? Na, wir könnten ja wieder pinkeln, bis wir es alles bekommen. Ja,
Also muss das echt treffen, oder was? Ja. Ich muss in die Toilette treffen. Und da riecht man scheinbar immer irgendwas raus, aber das kostet Wasser. Nein. Ich habe einen Rubber bekommen. Jetzt haben wir zweimal Rubber. Dürfen jetzt herstellen. Dieses Tape. Und haben wieder eine Ressource mehr für unseren Bohrer. Und der jetzt eine Batterie haben will. Eine Batterie ist natürlich ein bisschen tricky. Eine Maus kann ich hier auch equippen? Nein. Ups, das habe ich rausgeworfen. Wo ist er hin? Da. Für irgendwas muss ich ja gut sein. Also es gibt viel zu viele Sachen auf einen Schlag hier. Oh. What a loud headline. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Da unten will er hin. 119 Meter. Ist aber sehr weit. Was war das denn? Wir müssen eigentlich noch viel mehr Wasser mitnehmen. Wir müssen nur Wasser machen. Ich will halt was zeigen, der Testzone, ne? Ich darf es nicht sammeln. Keine Zeit. Da ist irgendwas mit Handschellen. Was hat er mir da gerade denn gesagt? Die Steuerung ist halt super schwer. Ich werde sterben. Was war das? War das Luft? Oder habe ich nur Alkohol gefunden? Das war jetzt viel zu lange. Kann ja nicht warten. Drei, zwei, wir haben Schmerzen. Aber wir verlieren nur HP ein bisschen. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Geschafft. Oh. Hui, das hat Lebensenergie gekostet. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn wir keine Luft mehr haben. So, Equipment. Die Batterien machen mich jetzt ganz kirre. Metall zweimal, das kann doch nicht so schwer sein. Ein Grabber. Es sind verschiedene Materialien, die wir noch brauchen. Und ich habe den Eindruck, dass ich irgendwie was verpasst habe. Irgendwo. Mach mal einfach mal noch ein Wasser. Was ist das denn? Kondome. Ach, guck mal hier, die kann man doch bestimmt zu irgendwas verarbeiten. Das sind da Sachen, die wir jetzt mehrfach gesammelt haben. Warum auch immer Kondome. Nein, nicht Drop. Jetzt habe ich das Kondom weggeschmissen. Nicht gut. Wo ist es hin? Mein Kondom ist weg. Ne, da verliert ein Equipment. Also es gibt bestimmt irgendwie eine Umwandelstation. Ups, jetzt habe ich gepinkelt. Die ich ja noch nicht geschnallt habe. Ne? Equipment, Resource, Objects. Was du mit der Plastik aus den Kondomen herstellen könntest, nenne ich es mal so. Das Ding ist ja immer noch im Arsch. Die Tür, die wird nicht viel bringen. Hm. Also wie gesagt, die Batterie ist das, was mir noch fehlt. Die würde ich gerne haben. Guck mal, hier hängen noch ganz viele Bilder. 2012. Oh, Huhn. Das muss ganz schön viel leiden mit uns wahrscheinlich hier. Okay, sehr viele Informationen. Okay, wir können ja nur das craften, was wir hier gelernt haben. Das ist das Problem. Ressourcenmäßig sind wir ja schon ganz gut aufgestellt, bis auf die Batterien. Die ich bestimmt aus irgendwas rausbekomme. Hier, my beloved grandpa's backstretcher with a nipple gripper. Extremely popular among astronauts, strand with this. You can create an excellent tool for grabbing something else. Das sieht aus wie eine Waffe oder sowas, ne? Und man kann es auf den Slot setzen. Die anderen Sachen kriegst du nicht auf den Slot, wie Chicken, Dings da. Die müssen ja eine Funktion haben. Plastik, ne? Kondome sind aus Plastik. Wow, was ist da los? Und das hier, Grandpas Mug, die Tasse von Grandpa, dass wir die irgendwo verwerten können. Das ist eine Dusche, oder? Was ist das hier? Take. Fabrik, guck mal, das war ein Kissen. Das ist Kondom. Sachen, die sehe ich teilweise. Wo sind die denn alle her plötzlich? Gut, wir müssen weiter reisen und mutig sein. Da unten haben wir uns das einmal angeguckt und einfach Dinge entdecken. Ich flitze mal hier durch, bis zur Hälfte der Luft. Kann ja währenddessen ein bisschen sammeln. Extracten geht nicht. Wir dürfen die ganzen Kadaver mitschleppen. Können wir den Rücken kratzen, immerhin. Aber das kann nicht der Sinn und Zweck von diesem Rückenkratzer sein, oder? Boah, sieht mal, wie weit das noch geht. Und hier war überall nichts.
Das Ziel wäre wahrscheinlich erstmal den Helm zu bauen. Ich muss mal gleich im Journal gucken. Das hat die ganze Zeit mich gar nicht so interessiert. Da unten zu. Das wäre interessant. Oh, wir müssen trinken. Ich habe wohl gebaut, aber nicht getrunken. Habe ich vergessen. Wow, aber es sieht zeitlich ganz gut aus. Ganz knapp. Ja, geh doch rein. So, schnell trinken. Vielleicht könnten wir auch eine Batterie aus dem Klo zaubern. Aber der will immer noch, dass ich da runtergehe. Was ich ein bisschen gruselig finde. Weil es echt verdammt weit weg ist. Da sind noch Ressourcen auf den Stein hier. Die kriegen wir natürlich nicht einfach so raus. Also ich würde sehr gerne ein Werkzeug bauen. Wirklich. Achievements, cool. Wer ist irgendwas? Er hat... The evidence is collected. The investigation is successfully complete. Ach, die Lampe war das. It is obvious that the victim was poisoned by a Novichok chemical weapon for treason. This is confirmed by the cipher from a note that the female agent lost at the scene of the crime. Some special agency clearly had a hand in this. Wie soll ich das denn verstehen so schnell? Mann. Ja, geh hoch. Ich habe eine Glühbirne gefunden. Das war's. So, da ist ja die Glühbirne. Low voltage slam to increase sharp. Oh, das ist aber echt, man sammelt echt seltsame Scheiße ein, ne? Das sind die Achievements. Wo ist denn jetzt hier meine Sache, die ich erledigen soll? Task. Create a debugging station. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Create a debugging... Ich soll eine Station machen? Aber ich kann ja hier noch gar nichts machen. Machen wir mal zu essen. Das gelbe Zeug ist ein bisschen gruselig. Stations, da. Ich habe aber noch nichts freigeschaltet, gar nichts. Der hört auf, das zu bauen, wenn man da rausklickt. Das ist ja fies. Wo bist du hin, da? Also, wir sollen also eine Debugging-Station machen, aber wie? So schnell konnte ich das nicht verstehen, soweit mir das tut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Wir gucken uns einfach noch einen Wrack an. Da dampft das so schön. Was die Entfernung einschätzen. Oh. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Oxygen Balloon. Oxygen Candle. Guck mal, so nah war das. Das bringt direkt wieder zurück, weil man will mehr erkunden, aber man hat keine Zeit. Ein Sauerstoffballon. Der wird mich natürlich viel weiterführen. So. So, was kostet der denn? Der wird wahrscheinlich Gummi kosten oder sowas. Oder Kondome tatsächlich. Equipment, da. Zweimal Plastik brauchen wir noch, aber wo kriege ich Plastik her? Kondom, Wire, Electrical Tape, das haben wir schon gebaut. Sehr interessantes Zeugs. Oxygen Candle braucht wieder eine Batterie. Der Alkohol, der braucht Alkali. Also wir haben schon eine Menge gelernt. Ich glaube, das soll ja auch nicht so schnell gehen, sonst wäre das ja langweilig. Da muss ich erstmal fett erkunden gehen. Direkt mal neben uns hier das Triebwerk. Also unten waren wir gerade. Ich hole mir nochmal einmal Luft, dann gehe ich mal nach da. Da waren wir noch nicht. 50, okay. Und los geht's. Also was erstmal im Umkreis so ist, da ist auch noch was Interessantes. Sieht sehr interessant aus. Ach, das war das Klo, das haben wir schon kontrolliert. Wenn er was sagt, ist gut. Sieht irgendwie komisch aus hier. I understand that such an image can horrify you, but put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation. The Breath Edge Agency is proud of your loyal attitude towards clients. Kratz mich. Ja, nicht der Handy Scrapper. Okay. Mein Problem ist Batterien und sowas alles. An sich sehr verständlich, was man machen muss, ja. Also erstmal erkunden gehen, wie bescheuert. Mein Problem ist halt nur, die ganzen Sachen zu finden. Plastik hatten wir gefunden, das war ja sowas hier. Davon muss man aber mehr haben. Also sind auch nur diese Kügelchen, die rumgeistern hier. Aber wir haben ja sehr viel Wasser hier rumschwirren.
gucken wir mal in dem Wrack. The shuttle's plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work, as they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Flashlight, super. Mann. Wir haben das ja schon aber gelernt. Und wenn wir jetzt nicht zurückgehen, sterben wir. Es ist zeitlich echt standard coffin at the Global Funeral Agency. Open. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Das wird sehr schmerzhaft werden. Autsch, autsch, autsch. Aber man lässt sich da verleiten, lange zu gucken. Okay. So, ähnlich wie in Subnautica kannst du hier Dinge erkunden und dadurch lernen. Verschiedene Materialien sammeln, wie Kondome braucht man für verschiedene Rezepte. Eis natürlich zum Trinken machen und dieses Zeugs hier zum Essen machen. Plastik findest du auch. Dann findest du verschiedene Rezepte für Materialien, damit du die dann auch bauen darfst. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Plastik macht mir hier noch ein bisschen zu schaffen. Aber habe ich ja auch schon einmal gefunden. Liegt ja hier. Was sagt ihr mir eigentlich da, warum das nicht geht? Plastik zweimal braucht man. Sich jetzt dann noch einmal, dann dürfte ich mir diesen Ballon machen und wahrscheinlich länger damit durchs All gleiten. Eine Taschenlampe, brauchen wir Batterien, die habe ich noch gar nicht gefunden. Okay, aber ansonsten glaube ich grob und ganz verstanden. Ziemlich geiles Spiel, wäre fast sogar ein Let's Play wert. Wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Bis dann.